Guten Abend an diejenigen, die live dabei sind bei unserer Yoga-Session. Ich freue mich sehr, wenn ein paar kommen oder hier sind. Je nachdem. Wir fangen auf jeden Fall heute im Fernsitz an. Das heißt, kommt einmal zu eurer Mitte, öffnet ein bisschen eure Knie. Ihr könnt euch die kurze Seite eurer Matte quasi als Richtwert sehen. Soll ich noch ein bisschen schieben? Oder was? Also nicht nach oben. Dann muss ich mich gleich nochmal umdrehen. Ich gucke jetzt einmal kurz zu euch. Von hier, richten wir uns einmal auf. Wir atmen tief ein, Richtung vom Steißbein, die Wirbelsäule komplett bis zur Kopfspitze. Einmal durchstrecken, atmen einmal tief ein hier, rollen wir die Schultern nach oben. Atmen aus, rollen die Schultern nach hinten und nach unten ab. Lassen die Hände auf unsere Oberschenkel sinken. Atmen nochmal tief ein hier, schließen kurz die Augen. Atmen aus, lassen das Kinn sanft nach vorne fallen. Nehmen einmal hier in dieser Position zum Anfang unserer Yoga-Praxis zwei tiefe Atemzüge. Füllen die Lungen komplett aus, atmen aus und ziehen den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Noch einmal so, tief einatmen hier und kurz halten, ausatmen. Einmal ganz bei dir ankommen und in der nächsten Einatmung heben wir mal die Arme lang nach oben über unseren Kopf. Bringen die Handinnenflächen aneinander, atmen aus, öffnen sanft die Augen und bringen einmal beide Hände zu unserem Herz und zentrieren hier einmal unsere Energie. Ich drehe mich einmal zur Seite und von hier einmal die Hände schließen, einmal entspannt nach links und rechts kreisen lassen, die Handgelenke. Schöne große Bewegungen, dann einmal die Richtung wechseln und dann einmal sanft zur Mitte ankommen, Hände lösen, entspannt einmal nach vorne, bringen die Hände und wieder zurück und nochmal nach vorne und zurück. Große Bewegung, nach vorne klappen, zurück und letzte Runde, einmal nach vorne und nach oben. Einmal ausschütteln die Hände, ganz sanft, einmal die Arme mitnehmen. Und einmal die Hände zurück zum Knie kommen. Einatmen. Schulter nach oben ziehen. Ausatmen. Großer Kreis über hinten. Schulterblätter zusammenbringen. Einatmen. Nochmal hier. Ausatmen. Über hinten. Wir gehen einmal die andere Richtung. Einatmen. Über hinten. Ausatmen. Nach vorne kommen mit den Schultern. Einatmen. Nochmal nach hinten. Ausatmen. Nach vorne ankommen. Locker lassen. Von hier. Bauchnabel einziehen. Einatmen. Zieh dich lang nach oben. Fass die Finger. Ausatmen. Push die Hände nach vorne. Lass den Rücken ganz rund werden. Einatmen. Komm wieder lang nach oben. Öffne die Brust. Öffne dein Herz. Ausatmen. Einmal ganz rund werden. Push nach vorne. Gleichzeitig nach hinten mit den Schulterblättern. Einatmen. Zieh dich lang. Ausatmen. Komm nochmal ganz rund. Letzte Runde. Heb den Blick. Komm mit nach oben. Zieh dich lang. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal ganz rund werden. Hier. Einatmen. Komm zurück nach oben. Ausatmen. Bring die linke Hand zum rechten Knie. Die rechte kommt nach hinten zum Boden oder zu eurer unteren Wirbelsäule. Einatmen. Zieh dich lang nach oben. Kopfkrone aufrichten. Ausatmen. Leichter Twist im Oberkörper nach rechts. Blick geht über die rechte Schulter. Bleibt gerade hier. Und nochmal einatmen. Länge schaffen. Gedanklich. Und auch eine Wirbelsäule. Ausatmen. Dann versuchen wir 1 mm ein bisschen weiter nach rechts zu twisten. Und mit der nächsten Einatmung, bring die Arme wieder lang nach oben, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, rechte Hand zum linken Knie. Linke Hand entweder nach hinten lang oder zur unteren Wirbelsäule. Einatmen, komm wieder lang nach oben. Ausatmen, leichter Twist nach links. Kopf geht nach links über die linke Schulter. Und auch hier noch einmal einatmen, zieh dich lang, ausatmen, twist noch ein bisschen weiter nach links. Und mit der nächsten Einatmung, einmal wieder lang, komm nach oben, ausatmen, komm einmal nach unten, schieb dich lang nach vorne, komm in die Position des Kindes, bring ein bisschen Kraft in deine Handflächen. Zieh den Rücken schön lang hier, schieb den Po Richtung Ferse. Einatmen, Hände einmal auf die Fingerspitzen aufstellen, Handgelenke nach oben, Kraft in die Fingerspitzen, in den Boden, einmal ein bisschen nach rechts.
rechts rüberlaufen. Einatmen, ausatmen. Zieh die linke Flanke lang. Versuch den linken Po so weit wie möglich unten zu langen lassen und spür einmal die Spannung. Nochmal tief einatmen hier. In die linke Seite. Und einmal komplett wieder ausatmen. Und dann komm einmal mit den Fingern zurück zur Mitte. Wandere einmal nach links rüber. Zieh die rechte Seite lang. Und schieb die rechte Po-Hälfte ein bisschen weiter Richtung Boden hier. Und noch einmal tief einatmen in die rechte Seite. Den Sauerstoff wandern lassen. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung. Und dann mit den Händen einmal zurück zur Mitte. Bring die Handgelenke wieder nach unten. Einatmen hier. Mit der Ausatmung. Roll dich einmal auf. Und wandern mit den Händen nach vorne. Komm hinten auf die Zehenspitzen. Und wir kommen einmal in die schiefe Ebene. Bauchnabel fest anspannen. Einatmen, zieh den Po zurück, beug die Knie, zieh den Rücken lang, bleib unten. Kein herabschauender Hund. Ausatmen, komm zurück in die schiefe Ebene. Einatmen, zieh dich noch einmal lang nach hinten. Der Po zieht dich, langer Rücken, lange Wirbelsäule. Ausatmen. Schiefe Ebene. Einatmen, letzte Runde. Einmal lang zurückziehen und komm wieder nach vorne. Richte dich aus. Hände unter den Schultern, Schultern weg von den Ohren, weg vom Fußboden. Gewicht übertragen über die Handgelenke. Einen tiefen Atemzug halten hier. Und wieder ausatmen. Und einmal sanft das linke Knie nach unten bringen. Den Unterschenkel links zum Po öffnen. Den rechten Fuß zur schmalen Außenkante öffnen, einatmen. Löst die rechte Hand, komm nach oben. Und ausatmen. Greif einmal unter deine linke Seite, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Einatmen, zieh dich nochmal lang. Öffne deine Schulter rechts. Ausatmen. Mach dich nochmal rund. Einatmen, nochmal lang ziehen. Und ausatmen. Zur linken Seite. Einatmen, komm nach oben. Bleib entweder hier oder das linke Bein nehmen. Einmal ein bisschen weiter nach vorne absetzen. Oder wenn du möchtest, die Füße übereinander nehmen, das überlasse ich dir. Einmal hier bleiben für ein, zwei Atemzüge. Und nochmal tief einatmen. Wenn ihr oben seid, mit der Ausatmung einmal das linke Knie sanft lösen und die rechte Hand zurück zum Boden bringen. Von hier Fuß aufstellen und den linken Fuß zurücknehmen, den rechten nehmen. Einatmen hier, rechtes Bein auflegen, rechten Unterschenkel nach hinten öffnen, linkes Bein öffnen, Fuß zur Außenkante. Gewicht auf rechts übertragen, einatmen, zieh dich lang mit der linken Hand nach oben, öffne dich hier mit der linken Schulter, ausatmen, mach dich einmal rund. Einatmen, komm nochmal nach oben, ausatmen, Contraction, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Einatmen, zieh dich nochmal an, letzte Runde hier, ausatmen. Und einatmen, linke Hand lang nach oben ziehen, Energie bis in die Fingerspitzen. Von hier, Gewicht übertragen, erhebst du das rechte Bein mit, setzt es aber von ab, bleibst hier oder in der vorherigen Position für zwei tiefe Atemzüge. Und noch einmal tief einatmen. Erst das rechte Bein zurückbringen, dann den linken anschließen und von hier den linken Fuß aufstellen, einatmen, rechts dazu, ausatmen, vom Po zurückziehen in den herabschauenden Mund, Knie sanft beugen und dann einmal zuerst die Schultern und den Rücken und die Wirbelsäule ausrichten. Von den Sitzbeinen Richtung Himmel ziehen lassen, Wirbelsäule lang, Kopf in Verlängerung, Schultern weg von den Öhrchen und wenn du deine Position gefunden hast, lauf einmal sanft auf der Stelle, beug einmal das rechte Bein ein bisschen und dann das linke. Versuch bitte keine Länge im Rücken zu verlieren, sondern hier schön lang zu bleiben. Und wenn du ein paar Mal gelaufen bist,
Oberkörper gerne ein bisschen mitbenutzen. Schau mal nach rechts und nach links. Öffne die rechte und die linke Schulter ein bisschen. Und noch zweimal. Und dann pendel dich einmal sanft in der Mitte ein. Richte dich nochmal aus. Atme tief ein, zieh dich lang. Atme aus, lass die Fersen fallen. Einatmen, Knie beugen. Ausatmen, Ferse zum Boden fallen lassen. Noch einmal so, einatmen, Knie aktiv beugen. Ausatmen, Ferse zum Boden fallen lassen. Mit der nächsten Einatmung, heb die Fersen an. Ausatmen, roll dich nach vorne wie eine Welle, zurück in die schiefe Ebene. Einatmen, Gewicht übertragen, Knie sanft ablegen. Ausatmen, Ellbogen eng am Körper, komm nach unten. Füße hinten schließen. Von hier, bring beide Hände parallel neben deine Schulter. Ellenbogen 90 Grad. Einatmen, komm nach oben. Bauch ist zur Wirbelsäule gezogen, ausatmen und wieder nach unten. Der Boden gibt dir Kraft. Einatmen, nochmal noch einmal nach oben kommen. Ausatmen und wieder nach unten. Füße sind geschlossen. Noch einmal so. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, wieder nach unten. Achtung, mit der nächsten Einatmung, einmal nach oben kommen, mit der Ausatmung, einmal die rechte Schulter nach vorne bringen, blicken nach links. Einatmen, super halten. Und einatmen, komm wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, linke Schulter nach vorne bringen, blicken nach rechts. Und einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, leg dich ab. Bring beide Hände locker neben den Oberkörper. Bring das rechte Ohr zum Boden. Nimm das linke. Und dann schüttel einmal ganz sanft so ein bisschen deine Hüfte und dein Po. Locker dehnen, lass die Füße locker. Atme einmal tief ein. Und wieder aus. Und von hier, bring die Füße zusammen. Blick wieder gerade nach unten. Nacken lang. Nicht überstrecken. Schau nach unten. Die Hände zeigen zum Oberschenkel, Finger sind gespreizt. Wir gehen einmal in die Heuschrecke. Einatmen, Schulterrolle rück. Ausatmen, zieh dich erstmal vom Oberkörper nach oben. Stell dir vor, du hast einen Faden an deinen Fingern. Und komm wieder nach unten. Noch einmal so. Einatmen, Schulterrolle rück. Ausatmen, zieh dich dann nach oben, Bauchnabel fest. Und komm nach unten, bring die Hände vor den Kopf. Füße zusammen, andere Seite. Einatmen. Ausatmen, bring beide Beine zusammen nach oben, bis die Knie abheben und wieder nach unten. Noch einmal so einatmen, zieh dich von den Füßen lang nach vorne, dann nach oben und komm wieder nach unten. Wir kombinieren, Hände vorne sanft lösen, wieder nach hinten bringen, beide Paare zusammen einatmen, Schulterblätter zurück, komm nach oben, zieh dich lang, halte hier. Und mit der nächsten Ausatmung einmal das linke Ohr zum Boden bringen, Füße fallen lassen, Hände locker und dann schüttel auch hier noch einmal kurz deinen Po. Und einmal tief ein- und ausatmen. Und wir gehen ein letztes Mal rein. Von hier, Füße wieder schließen. Wer möchte, entweder die Hände hier oder bringt die Hände zusammen. Finger kreuzen, Daumen kreuzen, Schultern zusammenziehen. Kraft in die Arme. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, zieh dich von der Faust nach hinten oder von den Händen. Halte hier für 2-3 Atemzüge. Bauch ist fest. Schultern gehen weg. Wer möchte, gibt ein bisschen den Blick. Und nochmal tief einatmen hier. Und mit der Ausatmung einmal locker lassen. Beide Hände nochmal vor den Kopf bringen. Stirn ablegen und dann einmal entspannt den Po ausschütteln. Einmal tief einatmen mit der Ausatmung. Die Hände einmal unter die Schulter bringen. Dann einatmen, schieb dich zurück, setz die Zehenspitzen auf. Ausatmen. Schieb den Po zurück zur Decke. Zieh dich nochmal lang in den herabschauenden Hund. Einatmen, hier, Knie sanft beugen. Blick nach vorne, wir laufen einmal zum vorderen Ende unserer Matte. Füße ungefähr hüftbreit auseinander, Knie sanft beugen, Kopf ist locker. Und dann fass einmal.
anderen Hand deinen Ellenbogen, sodass sich die Arme kreuzen. Schüttel den Kopf einmal hier. Atme einmal tief ein. Spür das Gewicht. Atme wieder aus. Und mit der nächsten Ausatmung lass die Arme los. Beug die Knie ein bisschen mehr. Roll dich auf, Wirbel für Wirbel. Und der unteren Wirbelsäule über die obere bis zum Nacken, bis du in den Stand kommst. Einmal kurz lockern hier, Füße ausschütteln. T-Shirt richten, Füße schließen. Von hier einatmen, zieh die Arme lang nach oben, Handinnenflächen kommen aneinander. Ausatmen, Knie sanft beugen, lange Nackenwirbelsäule kommen nach unten, ganze Vorbeuge. Einatmen, komm nach vorne, halbe Vorbeuge, zieh ich lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, rechts, links, entweder ganz, Chaturanga oder über die Knie. Füße lang, einatmen, Schulterrolle rück, ausatmen, kleine Kobra oder große Kobra, Entschuldigung. Einatmen, ausatmen, schieb dich zurück und komm in den herabschauenden Hund. Einatmen hier, einmal das Bein sanft anheben, ausatmen, einmal das rechte Bein durchschwingen zwischen deine Hände. Von hier, einatmen, einmal die rechte Hand heben, ausatmen. Einmal die rechte Hand zurückbringen. Einatmen, Bauchnabel aktivieren, komm nach oben. Ausatmen, setz dich tief, Schulter nach unten und nach hinten. Krieger 1. Einatmen, zieh dich lang nach oben. Öffne dich, Krieger 2. Linke Ferse klappt auf. Ausatmen, komm nach unten, beug das rechte Knie. Lass die Schultern einmal nach unten rollen. Auf volle Position. Einatmen, komm nach oben, streck dich, ausatmen, bring beide Hände wieder aktiv nach unten. Einatmen, noch einmal lang ziehen hier, ausatmen, komm wieder nach unten. Einatmen, rechte Hand öffnen, zieh dich nach vorne, ausatmen, lass dich von rechts nach hinten für eine Rückwärtsrolle. Einatmen, komm wieder zurück und ausatmen. Bring die rechte Hand zum rechten Knie und die linke über den Kopf. Einatmen hier und ausatmen. Einatmen, rechte Hand lösen, bring die rechte Hand neben den Knöchel, öffne die linke nach unten, Blick zur Decke, komm einmal ins Dreieck hier. Die rechte Hand hat kein Gewicht, das heißt, öffnet den Brustkorb, haltet euer Zentrum. Nochmal einmal einatmen hier. Und ausatmen. Lass dich zurückführen von der linken Hand. Von hier einmal den rechten Fuß nach vorne schließen. Beide Hände in die Hüfte nehmen. Einatmen, zieh dich lang. Füße zeigen ein bisschen nach innen. Ausatmen. Komm einmal nach vorne. Klappt nach vorne wie ein Messer. Einmal zu. Langer Rücken, langer Nacken. Bis deine Fingerspitzen den Boden berühren. Gib wieder Kraft in den Boden ab. Einatmen hier. Zieh dich von dem unteren Rücken lang nach vorne wie eine halbe Vorbeuge. Ausatmen. Lass dich nach vorne fallen. Und dann die Arme locker. Wenn das unangenehm in deinen Knien ist, dann beugt die Beine so ein bisschen. Wenn man so leicht überdehnbar ist, kann das ein bisschen unangenehm werden. Und noch einmal tief in die Leiste einatmen. Und wieder ausatmen. Und bei der nächsten Einatmung einmal die Hände wieder nach vorne bringen. Ausatmen, zieh dich lang nach vorne. Einatmen hier. Zieh den Bauchnabel aktiv nochmal an. Bring beide Hände zurück zur Hüfte. Und klapp nach oben auf. Von hier. Links Bein öffnen. Rechts. Parallel zur Außenkante. Einmal den linken Arm öffnen nach oben, ausatmen, linkes Bein beugen, Krieger 2, linke Seite. Von hier einatmen, zieh dich wieder lang, streck das linke Bein, ausatmen, bring beide Hände wieder kräftig nach unten, gib Energie ab. Einatmen, zieh dich nochmal lang nach oben, ausatmen, setz dich tief.
Wer möchte, einmal kurz die Hand in die Hüfte, Gleichgewicht suchen. Wenn du dein Gleichgewicht hast, einatmen, zieh dich lang. Ausatmen. Setz dich tief nach unten. Der linke Knöchel und das linke Knie bilden eine Linie. Einatmen hier. Ausatmen. Bring beide Hände einmal zurück nach unten. Und mit der nächsten Einatmen öffne den linken Arm. Blick einmal zur Decke. Ausatmen. Bring den linken Arm wieder zurück. Nehmen das linke Bein. Von hier einatmen. Push das linke Bein lang nach hinten. Ausatmen. Bring das linke Bein einmal zurück. Nehmen das rechte. Wir haben einmal die Direction geswitcht. Einatmen. Zieh dich einmal lang vom Po nach hinten. Ausatmen. Lass die Fersen zum Boden fallen. Einatmen. Beug die Knie. Komm einmal sanft zum Boden. Ausatmen. Zieh dich einmal lang zurück in die Position des Kindes. Einmal einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich einmal sanft auf. Wirbel für Wirbel. Dann sind wir zurück im Fersensitz. Von hier kommen wir einmal nach vorne, ans vordere Ende unserer Matte. Wir öffnen die Beine relativ breit. Versucht die Füße relativ parallel zu halten. Wenn sie ein bisschen nach innen gehen, ist es nicht so schlimm. Macht aber bitte nicht komplett die Füße zu. Von hier, Bauchnabel einziehen, Schultern einmal nach unten rücken. Wir bringen beide Hände einmal an den unteren Rücken. Einatmen, Schultern nach hinten drücken, Brustkorb öffnen. Ausatmen, lass dich einmal über oben und dann nach hinten sinken. Wenn du bereit bist mit der Ausatmung, lass einmal den Kopf locker. Drück die Hüfte nach vorne und öffne den Brustkorb ganz. Wenn du möchtest, kannst du von hier einmal sanft, erst mit der rechten Hand, deine rechte Ferse suchen und dann auch mit der linken Hand deine linke andere Ferse. Du kannst natürlich auch in der Vorposition bleiben. Wenn du deine Fersen hast, atme mal tief ein hier, bring die Hüfte nach vorne und nach oben und atme einmal aus. Und noch einmal so tief einatmen. Und wer möchte, atmet einmal komplett durch den Mund aus. Und mit der nächsten Einatmen, wer hier unten ist, nimmt zuerst die rechte Hand zurück an den unteren Rücken, schiebt sich ein bisschen weiter nach vorne, dann die linke. Mit der Ausatmung einmal sanft nach vorne aufrollen, ganz zum Ende den Kopf nach vorne bringen. Und dann einmal die Beine kreuzen. Und einmal nach hinten fallen lassen. Wir schieben mal mit den Beinen nach vorne durch. Machen die Beine lang. Holen unsere Sitzbeinhöcker raus, indem wir unsere Po-Hälften einmal nach links und nach rechts ziehen und nach oben. Dass wir das Ganze spüren. Fußflex, Beine gestreckt. Einmal einatmen, zieh dich lang. Lass die Schulter unten ausatmen. Komm einmal vorn, unteren Rücken lang nach vorne. Wenn du möchtest, geht nicht mehr. Lass den Oberkörper abfallen. Fass deine Füße von außen oder deine Knöchel oder deine Waden oder deine großen Zehen, wenn du möchtest, mit dem Zeig- und Mittelfinger. Und bei der nächsten Einatmen zieh dich nochmal lang aus dem unteren Rücken nach vorne. Ausatmen, lass locker. Lass den Kopf abfallen. Beug ein bisschen die Knie, wenn es irgendwie unangenehm ist, wenn sie komplett gestreckt sind. Und dann atme noch einmal tief ein und dann komplett wieder aus. Und dann löse einmal sonst die Hände vorne. Mit der nächsten Ausatmung roll dich einmal auf, Wirbel für Wirbel. Vom Steißbein wieder bis zum Kopf. Und dann beug einmal beide Beine, schieb dich ein bisschen nach vorne, wenn du zu weit hinten sitzt. Fass in deine Kniekehle mit der Ausatmung. Roll dich einmal sanft ab. Wirbel für Wirbel vom Steißbein. Bis der Kopf zum Liegen kommt. Von hier. Einmal den rechten Fuß nehmen. Den linken Fuß nehmen. Flex auf das rechte Bein. Heb das rechte Bein einmal kurz an. Fass in deine Kniekehle durch die Lippe durch. Atme einmal tief ein. Mit der Ausatmung zieh das rechte Bein einmal zum Oberkörper ran.
Lass das Kinn sanft nach vorne fallen, dass deine Nackenwirbelsäule lang bleibt. Atme nochmal tief ein hier. Und komplett wieder aus. Und mit der nächsten Einatmung, Ausatmung. Löse einmal sanft das rechte Bein. Schieb das linke zurück daneben. Einen rechten Fuß anheben, rechter Fuß flex. Andere Seite, einatmen, ausatmen. Einmal die Kniekehle links fassen und mit der Ausatmung einmal das linke Bein zum Oberkörper ziehen. Das rechte Knie locker nach außen fallen lassen. Und zweimal tief ein. Und wieder ausatmen. Lass das linke Bein einmal wieder absinken, pack das rechte Bein daneben und dann zieh einmal beide Knie zurück zum Oberkörper, lass die Füße nebeneinander, greif deine Knie von außen mit den Händen, einatmen und ausatmen, zieh die Knie einmal ran zum Oberkörper, mach den Rücken ganz rund. Und dann beweg einmal sanft die Knie, so ein bisschen über rechts, nach vorne, mach einen kleinen Kreis auf den unteren Rücken, komm wieder zurück zur Mitte. Jeder für sich. Du kannst rechts, links machen. Du kannst auch zweimal rechts und zweimal links machen. Eine kleine leichte Rückenmassage nochmal am Ende. Und aus der Yoga-Einheit. Die heute ja so ein bisschen rückenlastig war. Oh, dann kreuz nochmal die Beine hier, wenn du möchtest. Umarm beide Knie ganz fest mit deinen Ellenbogen. Atme nochmal tief ein. Mit der Ausatmung zieh beide Knie nochmal so weit an den Brustkorb, wie du kannst. Spür einmal deine Leiste nach. Und mit der nächsten Einatmung mach dich klein. Ausatmen, lass einmal locker. Beide Beine nach vorne fallen. Und einmal die Hände locker über den Kopf. Schüttel die Knie einmal aus. Bewege einmal kurz die Füße. Dann fass einmal deine Handgelenke, atme tief ein, streck dich, mach dich lang, drück dich einmal nach oben und mit den Füßen und den Fersen nach unten, wachse 30 cm, bei mir ist es ungefähr 50 cm, ausatmen, einmal alles locker lassen, wir machen das noch einmal so, einatmen, zieh dich nochmal lang, werd ganz groß, streck alle Muskeln, alle Sehnen, die du hast, halt die Luft und ausatmen, einmal alles locker lassen. Und von hier kannst du dann einmal entspannt für dich nochmal in Shavasana gehen. Nimm dir noch 5 bis 10 Minuten, dehn dich vielleicht nochmal nach. Geh nochmal in dich, meditiere ein bisschen, wenn du möchtest, am Ende deiner Einheit. Und ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch heute was Gutes tun. Namaste. 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 Yeah.